sind so Spiele, im Moment ist es zum Beispiel Dragon Age, da spielen wir immer zusammen. Und es ist eigentlich wirklich cool, weil wir ergänzen uns, ich spiele, sie hat eine Komplettlösung offen. Das Problem ist jetzt, ich spiele wegen der Story, ich will die Story vorantreiben. Mein Schatz ist dazu auch noch ein Komplettionist. Okay, kann ich jetzt die Mission machen? Nein, du hast noch 4 Quests offen. Ja, aber die Mission, du hast noch 4 Quests offen. Ja, aber ist deine 4 Quests? Okay, es ist nicht dieser Befehlston natürlich, aber es ist schon so. Irgendwann hat er gedacht, ich kann jetzt immer mehr die Story vorantreiben. Manchmal finden wir auch einen Kompromiss, aber es ist wirklich so, je nach Spiel sitzt sie auch wirklich vor der Komplettlösung. Vor allem bei Spielen, wo es nicht anders geht. Zum Beispiel Final Fantasy X war so ein Arschloch-Spiel. Ja, diesen mächtigen Speer, den erhältst du nur, wenn du diese und diese Kiste nicht öffnest. Rollenspiel, eine Waffe, die du nur kriegst, wenn du nicht jede Kiste, die du öffnest, findest. Was ist das für eine Scheiße? Das ist mit einem Ego-Shooter, du hast das gute Ende, nur wenn du einen einzigen dieser Kerle nicht tötest. Und generell, das ist mir generell aufgefallen, japanische Spiele sind Arschlöcher. Vor allem Rollenspiele, die ganz besonders, aber ich kann es nicht anders sagen, das sind Arschlöcher. Die sind genauso wie dieser Bastard in der Schule, der ihn immer gemobbt hat. Ja, ich gehe so weit, ich sag das jetzt. Es ist wirklich so, Secret of Mana. Illusion of Time. Shadow of the Colossus. Oh, das ist so schön. Eternal Sonata. Sind wunderschöne Spiele. Habt ihr euch mal die Story noch mal durch den Kopf gehen lassen? Final Fantasy VII. Genau solche Spiele so. Final Fantasy VII. Ich glaube nicht, dass ich spoilere, wenn ich hier irgendwie sage, Eier stirbt. Aber deswegen so ein Spiel so, hey, ja, du hast jetzt gerade eines hochgelevelt. Ja, gut, siehst du. Ja, siehst du. Scheiße, ne? Oh, okay. Du bekommst jetzt diesen anderen Typen, der mitläuft. Ja, ist gut, ja, du kriegst jetzt diese Materie. Ja, das ist super. Das ist super. Geht's dir? Ja, du hast dir gerade Sephiroth gegeben. Scheiße, ne? Oh, komm, stück. Geht's? Gut. Die Welt geht jetzt vor. Wenn ich mir schon 180 Stunden ein Spiel antue, warum soll ich es dann denn wissen? Und das größte Arschloch-Spiel in meinen Augen ist das Spiel Nier. Wer kennt Nier? Gut, es ist jetzt alt genug, dass ich sage, wenn es jetzt nicht gespielt hat, wird es nicht mehr spielen. Vor allem nicht, wenn ich euch jetzt spoiler. Ich will gar nicht zu sehr von der Story erzählen. Unter anderem, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Weil ich wusste, wie das beste Ending aussieht. Das Spiel hat 5 verschiedene Endings. Das beste Ending. Bedeutet, du kannst deine Schwester oder Tochter oder was auch immer, je nachdem welche Version du spielst, ist was anderes, retten, wenn du nie existiert hast. Okay. Möchtest du deine Existenz aufgeben, um sie zu retten? Rollenspiel, naja. Bist du sicher, dass du deine Existenz aufgeben möchtest? Ja. Bist du dir wirklich 100%ig sicher, dass du nie existiert haben willst? Nein. Diese Entscheidung ist nicht wieder rückgängig zu machen. Ja. Dann öffnet sich das Menü. Und alle deine Items weg. Alle Karten weg. Alle Quests weg.
alle Speicherstände weg. Und das Spiel lässt dich dabei zusehen. Was ist das in der ersten Scheiße? Das ist das, ich meine, das ist Horror. Ich meine, Leute reden von Horrorspielen wie Alien Isolation oder PT. Und das ist Horror. Das ist einfach gut, PT. Das ist im Moment, ich weiß, das ist ein hartes Thema, ja. Wegen Silent Hills wurde gekürzt. Der Vorteil ist, ich muss nicht rausfinden, dass es überhyped war, wahrscheinlich nicht gut gewesen wäre. Wobei, nee, okay, vielleicht ist es wirklich gut gewesen, vielleicht kommt es auch wieder. Ist wie bei Marvel, nur weil es jetzt tot ist, heißt es nicht, dass es nicht wiederkommt. Und PT, für die, die es kennen, das ist so ein Horrorspiel, wo du einfach immer denselben Gang runterläufst. Hammermäßige Grafik. Dann sollte ich spielen, das noch mit der Oculus Rift. Wieso? Ich meine, ich spiele solche Spiele mit Licht und mehr möglichst vielen Leuten um mich rum. Oder auch Five Nights at Freddy's. Ein Spiel, bei dem du den Charakter sitzt, der nur da sitzt und auf Monitore klopft. Wie meta ist das? Und bei PT ist aber schön, du kommst dann in das Badezimmer. Und dann liegt da im Waschbecken ein abgetriebenes Baby, das dich anglotzt. Und plötzlich in einer tiefen Stimme anfängt mit dir zu reden. Ich gebe ehrlich zu, als ich das erste Mal gesehen habe, ich hab gedacht, okay, in 5 Minuten zieht es sich ein Zylinder an und hüpft durch den Man will die Leute schockieren und mittlerweile sind wir so weit, wir brauchen abgetriebene Babys, um noch irgendwie zu schocken. Schockierend, dass wir nur noch damit schocken. Und ich habe gedacht, du willst die Leute schocken. Gut, du willst Gamer schocken. Zeig den lieben Gamern mal zum Beispiel, wie viel Geld sie eigentlich schon ausgegeben haben für ihre Steam-Spiele. Ich habe den Witz bringe ich jetzt seit Oktober. Seit einem Monat gibt es eine Homepage, wo genau das tut. Und das Gemeine ist, diese Homepage zeigt den Spieler an, wie viel sie neu gekostet haben. Also nicht die Steam selbst, sondern was sie neu gekostet hat. Ich war letztens da drauf, ja, ich habe die Steam-Spiele gekauft im Wert von 2.800 €. Das meiste war Sales, okay, ist ja nicht so schlimm, war ja nicht so teuer und war ja auch, hat ja richtig geile Games dabei. Ne? Ich warte jetzt auf der Homepage, die dann runterkommt mit, und diese Spiele hast du nicht länger als 5 Minuten gespielt. Gott, no game, no. Aber ihr seht, Ich hatte Möglichkeiten, mich zu beschäftigen, aber ich will eigentlich immer auf der Bühne stehen. Das ist einfach das, was mir wirklich Spaß macht. Ich stehe gerne hier vorne und laber Müll. egal ob Schleudertrauma, egal ob Epilepsie. Für mich ist einfach ein Punkt klar, ich möchte das weiterhin machen. Und man kann es eigentlich am besten mit Queen zusammenfassen. The show must go on.